Hey Leute, Coach Steffi und heute erkläre ich euch Cable Cross. Wie trainiere ich meine Brust richtig und was sind die häufigsten Fehlerquellen? Let's go! Cable Cross ist die Übung im Fitnessstudio, wo ihr mit dem Kabelzug hier vorne zusammengeht und isoliert die Brust trainieren wollt. In der Theorie, wenn ihr jetzt aber wirklich mal ins Fitnessstudio geht und seht, was die Leute da machen, da kriegst du Augenkrebs. Von daher dachte ich mir, nimmst du mal 5 Minuten, machst ein kurzes Video, dann zeige ich euch, wie das Ganze geht, dass ihr im Fitnessstudio nicht ausseht wie die größten Deppen. Also, fangen wir an. Also, ihr nehmt einen Griff hier, einen Griff hier. Nicht wundern, ich habe extra weniger Gewicht, dass ich hier schön reden kann, während ich euch das Ganze zeige. Und dann seht ihr oft sowas. Einen Schritt vor und dann hier. Wird hier gearbeitet. Oder ihr seht sowas, 10 Schritte nach vorne und dann irgendwie hier oder hier unten, hier überkreuzt, hier wird gearbeitet. Was es natürlich auch noch gibt, ist dann irgendwie sowas. Ja, also es gibt alle Variationen mit jedem Schwung, mit jedem Winkel hier in den Armen, nur häufig ist nicht das Richtige dabei. Und damit ich verstehe, wie die Übung funktioniert, muss ich wissen, wie meine Brust funktioniert. Und dazu muss ich wissen, wie die Anatomie ist, wie der Muskel verläuft und was die Funktion ist. Und das erkläre ich euch jetzt mal ganz kurz. Die Funktion des Brustmuskels ist die Adduktion des Armes zum Körper. Das macht die Brust. Und dabei ist es vollkommen egal, ob du einen Liegestütz machst, ob du Bankdrücken machst, mit der Langhantel, Kurzhantel, alles was hier arbeitet, hier spannt die Brust an. Und dasselbe Spiel ist auch beim Seilzug. Ihr müsst euch überlegen, euer Muskel hat keine Augen. Der weiß nicht, was ihr in der Hand habt. Der kennt nur seine Funktion. Dementsprechend muss ich meine Übung, meine Ausgangsposition so wählen, dass ich auch wirklich hier arbeite. Und das ist das Problem. Die vordere Schulter, der Teil hier, der hat nämlich eine ähnliche Funktion. Außerdem macht die vordere Schulter noch die Elevation vom Arm. Kennt ihr vielleicht mit der Kurzhantel hier für die vordere Schulter. Und die Innenrotation, auch hier oben die Innenrotation. Und das wird nachher noch entscheidend sein. So, beim Cable Cross ist es also so, dass ich die gleiche Technik benutzen muss, wie beim Bankdrücken, beim positiven Bankdrücken, wie bei den Liegestützen. Ich darf nicht hier 90 Grad gehen. Weil wenn ich hier bei 90 Grad bin und hier vorne gehe, arbeitet meine vordere Schulter. Ich muss auch hier, wie beim Bankdrücken, die Arme enger an den Körper nehmen und hier arbeiten, dass hier die Brust anspannt. Ja, ihr seht es hier, deswegen habe ich kein T-Shirt an. Dass ihr das hier schön seht, der Vergleich zu dem im Vergleich zu dem. Okay? Das Ganze machen wir jetzt mit dem Seilzug. Fangen wir mit dem Stand an. Wenn ihr ein Bein vorne habt, ist euer Oberkörper verdreht. Dementsprechend arbeitet euer Core nicht synchron. Das heißt, immer beide Beine nebeneinander. Wir gehen ein bisschen vor. Keine 10 Meter, reicht so einen halben Meter, dass ein bisschen Zug auf dem Seil ist. Gehen dann hier runter, Rücken gerade, ist die gleiche Position wie beim Langhantelrudern und bringen dann hier die Arme hier zusammen. Ja, das ist die Endposition. Hier wollen wir hin. Gehen dann langsam hoch, bis wir so einen leichten Stretch in der Brust spüren und dann wieder hier runter. Halten an der untersten Stelle ganz kurz und gehen dann wieder hoch. Ich mache mal 2, 3. Wichtig ist außerdem noch, welche Bewegung ich mit den Handflächen mache, wie der Arm sich im Raum bewegt. Ja, wenn ich hier vorne bin und ich mache an sich alles richtig, dann kann es sein, dass ich trotzdem die vordere Schulter hier treffe, weil ich hier eben diese Innenrotation mache. Das heißt, ich gehe absichtlich von hier in die Außenrotation und bringe quasi den kleinen Finger hier vor. Gehe wieder zurück und gehe dann wieder hier vor, Schulterblätter zurück, die Brust hier raus. Ihr seht, hier spannt die Brust an, so nicht. Hier spannt sie an, das ist der Unterschied. Das heißt, ich nehme im Prinzip beide Griffe und gehe dann in so einer Schleife. Breit, eng, kleinen Finger vor. Hier wieder zurück. Ja, das ist die Bewegung, die ich hier eigentlich haben will. Ja, ich mache es nochmal mit dem Kabel. Schaut nochmal ganz genau hin. Also hier vor, runter und dann von hier vor, Brust anspannen, wieder raus, leicht drehen, ja, vor, hier vor, ja, also immer den kleinen Finger hier in die Richtung und dann seht ihr auch, da spannt die Brust an. Das ist der entscheidende Trick beim Cable Cross.
Und das war's eigentlich. Ganz wichtig, dieses Video schickt's eurem Trainingspartner, schickt's jemanden, wo ihr genau wisst, der macht Cable Cross falsch. Wenn ihr was gelernt habt, lasst mir bitte einen Kommentar da und sagt mir, welches Technik-Tutorial, welche Übung soll ich euch als nächstes präsentieren. Falls ihr neu auf dem Channel seid, abonnieren, Coach Steph. Wir sehen uns bis dann. Peace.